So, Hallihallöchen, liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wiederum Miss Testerin und zwar mit einem weiteren Video. Und zwar geht es mal wieder um das YouTube-Design. Ja, es wurde mal wieder geändert, nichts Neues für allejenigen, die sich da schon mit etwas befasst haben. Gehen wir erstmal auf meine Videos und zwar haben wir hier ein neues Design. Es wird wieder HD eingezeigt. Die Statistiken kann man mit einem Klick anzeigen lassen. Man sieht, ob es öffentlich ist. Hier hinten sieht man die Aufrufe, die Kommentare, meine Antworten auf eure Kommentare, glaube ich. Nein, eure Videoantworten sind das. Daumen hoch, Daumen runter. Ja, finde ich so wieder besser. So gefällt mir das Ganze schon wieder viel, viel besser. Da man jetzt hier viel mehr angezeigt bekommt, Positives, Negatives, was auch immer euch interessiert. Aber wichtig finde ich vor allem die Aufrufe und die Daumen, die hier angezeigt werden. So, jetzt gehen wir mal auf die letzte Aktivität. Wenn ich jetzt hier Abonnements, Videos hätte und die noch nicht alle geguckt hätte, gäbe es hier auch noch eine Funktion, aber das kann ich jetzt euch auch hier erklären. Also, gehen wir mal auf dieses Video hier hoch. Und jetzt seht ihr schon unten so eine graue Leiste, die hier, die, wenn man hier runter geht, automatisch hochzieht. Jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten, und zwar habe ich jetzt hier noch drei letzte Aktivitäten von meinen Abonnements. Ich kann jetzt hier einfach durchswitchen, welches ich jetzt gerne haben möchte. Also, ob ich mir das, das oder das. Ich kann natürlich auch direkt draufklicken. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und zwar kann man hier die Show, also die Warteliste abspielen. Dann nehmen wir einfach mal dieses Lied hier oder dieses Video hier und tun das in die Warteschlange rein. Außerdem gibt es eine weitere Funktion, und zwar kann man diese Pop, diese Dinger hier, wo Schrift drin steht oder Links drin sind, kann man ausschalten, und zwar mit dieser Sprechblase. Das geht natürlich wieder nur bei neuen Videos oder bei neuen Playern. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf und schon ist das Grüne weg. Aktivieren kann ich das wieder, indem ich nochmal drauf drücke. Ja, eine weitere Funktion, die ist aber schon etwas länger, habe ich auch vergessen zu erwähnen, und zwar ist es das Pop-Out. Das heißt, das Video wird einem neuen Fenster von vorn neu abgespielt. Also ich kann jetzt hier weitermachen, kann mir das nebenbei hier ansehen. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück und dann haben wir hier die letzte Aktivität oder die Warteschlange, und jetzt ist das hier in der Warteschlange drinnen. Wenn wir nochmal auf die letzte Aktivität gehen, kann ich hier automatisch Wiedergabe einmachen. Das heißt, wenn ich dieses Video jetzt zu Ende geschaut habe, das machen wir jetzt einfach ganz mal. So, das habe ich jetzt ganz zu Ende gesehen. Und dann warten wir kurz und es lädt die neue Seite von dem nächsten Video, was in der Reihenfolge kommt. Als nächstes wird dann wieder das Nummer 1 kommen, das ist natürlich klar. Oder ich switche es hier so durch, dass es automatisch kommt. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Abonnements abzuspielen. Also diese hier, welche hier oben sind. Löschen kann ich die hier drinnen noch, doch kann ich hier drinnen löschen, auch. Also das heißt, wenn ich hier Abonnements drin habe, kann ich die auch löschen, indem ich hier auf das X drauf drücke. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Videos hier mehr drin, kann ich euch nichts mehr zeigen. Wie gesagt, mit den Abonnements funktioniert das genauso. Die Möglichkeit gibt es dann hier, das vor und zurück zu switchen. Ja, hat eine fehlerhafte Uhr, na klar, ist ja logisch. So, nochmal Pause. Dann kann ich hier die automatische Wiedergabe ein- oder ausmachen, das Ganze neu laden, falls jetzt jemand was Neues gemacht haben sollte, oder die Liste einfach unten ablegen. Ich denke, bei eurem ersten Besuch bei einem Video, was von euren Abonnements ist, wird euch diese Liste automatisch hochgezogen. Das heißt, ihr kriegt sofort mit, dass es diese gibt. Ja, so, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dem Informationsvideo. Abonnenten habe ich im Moment 544. Wie gesagt, meine Videos ist jetzt wieder besser angeordnet. Gefällt mir so sehr gut. Das soll es aber gewesen sein. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich oder mich und ciao.